Blasinstrumente unterscheiden sich in Größe, Form und Klang genauso wie ihre Einsatzmöglichkeiten. Von der Klassik über die Volksmusik und den Jazz bis in die Moderne. In der süddeutschen Gemeinde Dettingen an der Erms hat das Unternehmen Beck sein Domizil, ein Meisterbetrieb des Metallblasinstrumentenbaus. Dort lässt sich am Beispiel einer Piccolo-Trompete der Werdegang eines Blechblasinstrumentes gut beobachten. Ausgangsmaterial ist dünnwandiges Messing, aus dem geübte Finger und ein Hämmerchen das erste Rohr formen. Ist es zurechtgebogen, verbinden Gasflamme und Messinglot die Stoßkanten. Präzis gesetzte Hammerschläge verschmieden die Naht. Mit Hilfe des Ziehdorns erhält das Werkstück die gewünschte Form. Kreisrund und leicht konisch. Jetzt ist der Schallbecher dran. Muskel- und Hebelkraft drücken das rotierende Blech zu einem Trichter. Kaltverformung macht das Werkstück spröde. Deswegen diese Wärmebehandlung. Noch eine Naht, diesmal am Umfang. Sie schafft die dauerhafte Verbindung der beiden Schallelemente. Treibhammer und Drückeisen glätten die Oberfläche. Nochmal weichglühen, dann entsteht der erste Krümmer. Eine Füllung aus flüssigem Blei verhindert, dass das Werkstück beim Verbiegen abknickt. Gar nicht so einfach, das Trompetenrohr mit seinem Kern zu biegen. Wenn sich zeigt, dass alles zusammenpasst, wird das Blei natürlich wieder entfernt. Nächster Arbeitsgang: Entfetten und Verbinden der etwa 40 Einzelteile mit dem Ventilgehäuse. Das Mundrohr, kleine und größere Zugbogen und zum Schluss das Schallstück, das den Klang nach außen trägt. Auch das Verputzen der Lötverbindungen geschieht in Handarbeit. Dies verhindert eine unkontrollierte Materialzersetzung, wie sie bei chemischen Verfahren vorkommen kann. Statt der drei Ventile einer Standardtrompete hat die Piccolo 4, um auch tiefere Töne spielen zu können. Vor dem letzten Arbeitsgang werden die Kenndaten für Tonfrequenz, Resonanz und die Stimmung abgeglichen. Noch die Hochglanzpolitur, dann endlich die akustische Endabnahme. Die hochgestimmten Trompeten wurden ursprünglich für die extrem schwierigen Passagen der Barockmusik entwickelt. Ob aus Messing oder versilbert, im virtuosen Zusammenspiel mit einer Orgel kommt der schöne Klang einer Piccolo-Trompete dann richtig zur Geltung. Blechblasinstrumente aus dem Hause Beck genießen internationale Wertschätzung. Ausgesuchte Werkstoffe und solide Handwerkskunst gewährleisten höchsten Spielkomfort und hervorragende Klangfülle. Qualitätsmerkmale, auf die Sie hören sollten.